Meine Damen und Herren, Sie hören gleich Szene und Arie der Susanna aus Mozarts Le Nozze di Figaro. Graf Almaviva ist ein notorischer Schürzenjäger. Um ihn zu überführen, haben seine Frau und deren Zofe Susanna einen Plan ausgeheckt. Ein fingiertes Rendezvous im nächtlichen Schlossgarten. Während Susanna nun wartet, merkt sie, dass ihr Mann Figaro im Gebüsch lauert. Der nämlich glaubt, dass sie es mit diesem Rendezvous ernst meint. Um ihn dafür ein wenig zu ärgern, dass er so wenig Vertrauen in sie hat, singt sie ein Lied. Und dieses Lied hat es in sich. Es ist nämlich eine Serenade. Und die Serenade ist eine musikalische Form, die traditionell natürlich der Mann für seine Angebetete singt. Mozart schreibt hier also eine männliche Musikform einer Frau zu. Und das ist ein deutliches Signal, dass es im Figaro eben nicht nur um eine politische Revolution, sondern auch um eine Neubewertung im Verhältnis der Geschlechter zueinander geht. Devieni non tada wird gesungen von der australischen Sopranistin Siobhan Steck, die der Deutschen Oper seit 2013 verbunden ist, lange Zeit als Ensemblemitglied, jetzt als regelmäßiger Gast, und die Sie hier schon in vielen Rollen erleben konnten, zuletzt als Titania in Britain's Midsummer Night's Dream. Sie wird begleitet vom Generalmusikdirektor der Deutschen Oper Berlin, Donald Runicles. Fin que nos blâmes.